Dann prüft nochmal eure Meditationshaltung. Der Rücken entspannt aufrecht. Der Nacken lang, sodass der Kopf entspannt auf der Wirbelsäule ruhen kann. Die Augen geschlossen. Dann nehmt erst einmal den Atem wahr, wie er von selber in den Körper hinein und hinaus fließt. Lasst andere Geistesinhalte wegfließen. Die Tagesarbeit ist getan. Aber vielleicht denkt ihr doch noch mal kurz daran, welche Aufgaben alle noch zu erledigen sind morgen vor Weihnachten. Ob das alles noch zu schaffen ist in ein paar Tagen. Und beobachtet, während ihr so ein bisschen darüber nachdenkt, wie sich das gefühlsmäßig in eurem Geist auswirkt. Und dann lasst es wieder los. Auch in den letzten Jahren gab es viel zu tun. Und irgendwie werden die wichtigsten Aufgaben immer erledigt. Heute Abend gibt es sowieso nichts mehr zu tun. Also macht es auch gar keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken. Lass die Gedanken wegfließen. Wenn es schwierig ist, könnt ihr euch auch irgendwas Beruhigendes denken dabei. Also zum Beispiel, heute brauche ich
nichts mehr erledigen. Heute Abend bin ich frei oder sowas. Dann überlegt mal, ob es Situationen gibt aus eurem Leben, die ihr bereut. Gestern, heute oder auch länger zurück. Irgendwas, was ihr vielleicht hättet anders machen wollen. Und dann lasst diese Gedanken, so gut es geht, los. Das, was früher war, das ist ja vergangen. Das hat heute eigentlich keine Bedeutung mehr. Nimmt den gegenwärtigen Moment wahr, den Atem. Es geht darum, in jedem gegenwärtigen Moment das zu tun, was man jetzt für das Richtige hält. Dann überlegt mal, ob es etwas gibt. Es gibt bestimmt etwas, auf das ihr stolz seid. Erinnert euch an die Situation und wie sich das anfühlt, wie es sich auch jetzt anfühlt, wenn man so ein bisschen vielleicht von dem Stolz noch spürt.
Und dann lass doch diesen Gedanken, diese Situation oder was es auch immer war, los. Es ist schön, dass ihr etwas getan habt, was euch im Nachhinein positiv stimmt. Aber macht daraus keinen Maßstab für jetzt. Schaut, wie der Unterschied ist, wenn ihr euch an diese Situation vorher erinnert habt und wenn ihr das loslassen könnt und einfach jetzt im Moment den Atem beobachtet. Dann denkt vielleicht noch mal darüber nach, was ihr noch haben wollt. Sei es materiell oder was ihr noch erleben wollt. Wo ihr so das Gefühl habt, das fehlt mir noch oder das könnte ich, sagen wir mal, gut brauchen. Und lasst auch das los, jetzt hier, wenn wir den Atem spüren. Das ist eigentlich nichts weiter erforderlich als das, was jetzt hier ist.
und ruht noch ein paar Minuten so in diesem Zustand der Aufmerksamkeit auf den Atem im gegenwärtigen Moment, ohne Wünsche. Ohne Vergleichen mit anderen. Einfach frei von solchen Dingen.